Zwei kurze Beispielaufgaben, wie man den Sinus und den Cosinus anwenden kann, um auf einen Winkel zu kommen oder eben andersrum, um auf eine Seite zu kommen. Wir haben hier zwei Seiten gegeben und einen Winkel. Ja, fürs Erste ist natürlich immer das Geschickteste, man macht sich eine Skizze, wenn man solche Angaben hat. Ich habe jetzt angefangen, die Seite C zu zeichnen, dann den 70-Grad-Winkel bei Alpha und dann den Kreis um B mit 7,5 cm. Einfach auch die Seiten bitte hinschreiben, damit man genau weiß, wann welche Seite wo ist. Und wenn man nämlich diese Skizze hat, ihr müsst das Ganze nicht so konstruieren wie ich, sondern nur eine Skizze malen, dann erinnern wir uns an die Formel vom Sinus. Ihr wisst ja, dass man das Ganze auch andersrum schreiben kann. Sinus Alpha zu A kann man auch schreiben als A zu Sinus Alpha, nur muss dementsprechend, dann müssen diese Brüche auch getauscht werden. So, und jetzt müssen wir uns raussuchen, wie wir auf den Winkel Gamma kommen. Wir sehen schon, Sinus Gamma muss die Seite C im selben Bruch sein. Also können wir das schon mal machen, Sinus Gamma zu C. Das werden wir auf jeden Fall aufstellen. Nur, was verwenden wir jetzt? Sinus Alpha zu A oder Sinus Beta zu B? Ist eigentlich auch relativ klar, wir haben A und Alpha gegeben. Das heißt, wir nehmen Sinus von 70 Grad durch 7,5. Und schon haben wir den Sinus aufgestellt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze entweder über einen Tricky Trick, dass wir quasi das links oben mit rechts unten und links unten mit rechts oben multiplizieren. Oder wir nehmen einfach auf beiden Seiten mal 5 cm. Das geht in dem Fall auch, weil dann habe ich nämlich das Sinus Gamma schon allein stehen. Also einfach mal 5 cm auf beiden Seiten, dann bekomme ich es hier aus dem Nenner raus. Es wandert nach hier drüben und das Sinus Gamma steht allein. Gamma muss jetzt gerade ganz allein stehen. Das heißt, ich nehme von diesem ganzen Bereich noch den inversen Sinus, nämlich hier durch Sinus teilen. Heißt, von dem Ganzen hier wird der inverse Sinus. Das muss ich klammern dann. Geschickter ist es, dieses tatsächlich erst zusammenzuhalten und das in Klammern zu setzen. Denn wenn ich hier ein Ergebnis bereits eintippe und runde, wird es mein Ergebnis unglaublich verfälschen. Deswegen solltet ihr versuchen, das Ganze hier in Klammern zumindest zu rechnen. Wenn ihr sowas dranstehen habt, dann nehmt einfach einen inversen Sinus von der ganzen Seite und dann braucht ihr den Schlauch hier nicht mehr abschreiben, sondern könnt gleich Gamma schreiben. Aber keine Rundungswerte zwischendrin. Jetzt wissen wir beim Sinus, dass nicht nur das Ergebnis gilt, sondern immer noch 180 Grad minus das Ergebnis. Aber das ist in dem Fall nicht möglich, denn der 141,21 Grad würde dann rauskommen. Der zusammen mit 70 Grad, da ist die Innenwinkelsumme im Dreieck überschritten. Also wir sind ja bei 221 Grad. Das heißt, dieses Dreieck gibt es nicht. Aber wir müssen uns immer noch überlegen, gibt es ein zweites Dreieck? Also wenn ein Winkel rauskommt, immer noch 180 Grad minus rechnen und überlegen, ob der auch möglich ist. Beim Cosinus, da haben wir jetzt in dem Fall drei Seiten gegeben. Aufpassen, es ist tatsächlich nicht in einem rechtwinkligen Dreieck. Und jetzt müssen wir uns überlegen, welchen Cosinus-Satz wir verwenden. Wenn ich Gamma will, der Winkel kommt ja beim Cosinus nur einmal vor, dann muss ich immer die Seite C an den Anfang stellen, also mit C² loslegen. Also habe ich hier gleich die Formel genommen und jetzt muss ich eigentlich nur noch einsetzen, C vorne hin, A oder B, das kann man auch hier vertauschen. Zeichnen sollte ich es auch noch kurz, damit ich mir das Ganze vorstellen kann und dann geht's los. Die Punkte einsetzen, wichtig ist hier mit 8,5 mal 4, dass man keinen Fehler macht, dass man nicht nochmal die 10 einwechselt. Also auf jeden Fall die beiden Werte, die rechts stehen, müssen auch da hinten wieder vorkommen, so kann man sich das leicht merken. Dann bringe ich quasi beide Quadrate rüber, also die hier, minus 8,5 Quadrat, minus 4 Quadrat. Dann teile ich durch minus 2 mal 8,5 mal 4 und dann nehme ich davon den inversen Cosinus, also von dem ganzen Bruch. Gibt ein Gamma von 99,95 Grad. Was ich auch machen könnte, ich könnte diesen Minusterm mit einem Plus nach drüben bringen und dafür das 10 Quadrat auf diese Seite, dann spare ich mir das doofe geteilt durch Minus zu rechnen. Also ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wir machen quasi hier eine Äquivalenzumformung plus 2 mal 8,5 mal 4 mal Cosinus Gamma und minus 10 Quadrat. Dann würde quasi dieser Term mit Plus auf der linken Seite stehen und da werden hier die Vorzeichen vertauscht. Ja, so kann man das Ganze lösen. Aufpassen, man muss hier tatsächlich saubere Äquivalenzumformungen durchführen, dass bis zum Ende das Ergebnis dann auch stimmt.